Wir kennen das Problem alle. Wir kommen auf der Gitarre einfach nicht weiter. Und meistens ist es dann der Fall, dass wir nicht wissen, woran das eigentlich liegt. Es ist ganz egal, ob du Einsteiger, Fortgeschrittener oder auch Profi bist. Es wird immer einen Moment geben, wo du das Gefühl hast, ich komme einfach nicht weiter, ich kriege das Solo nicht gespielt, was ich spielen möchte, ich kriege den Akkord nicht gegriffen oder was auch immer. Und du hast dir vielleicht gerade deine erste Gitarre gekauft oder eine neue Gitarre gekauft, eine E-Gitarre, eine akustische. Es ist ganz egal. Du willst loslegen, Spaß haben auf der Gitarre und plötzlich stellt sich Ernüchterung ein und du denkst dir, ich komme einfach nicht weiter. Und das nervt dich total und du weißt vor allem einfach nicht, woran das liegt. Du hast vielleicht sogar Angst, etwas falsch zu machen. Und ich möchte in diesem Video auf diese Problematik eingehen und dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du dich von diesem Gefühl frei machen kannst und dass du sehr wohl weiterkommst. Gehen wir jetzt mal davon aus, du hast dir eine Gitarre gekauft vor kurzem, hast schon mit Hilfe von ein paar Tutorials auf meinem Channel oder wo auch immer im Netz dir ein paar Sachen rausgesucht und geguckt, wie kriege ich dies und das gespielt. Meistens passiert es dann, dass man sich da was abguckt und man versucht das so nachzubauen, sei es jetzt so ein Akkordwechsel von einem Song, den du cool findest, ganz egal. Und du denkst dir, ja, ey, der hat gesagt, das sind nur 4 Akkorde. Mit diesen 4 Akkorden kann ich 1000 von Liedern spielen. Und dann kriegst du vielleicht den ersten Akkord so gerade gegriffen und denkst dir, ja, okay, das ist doch schon cool. Aber es klingt überhaupt nicht wie der Song, den ich danach spielen wollte. Jetzt können wir das Ganze folgendermaßen angehen. Du solltest dir erstmal überlegen, was machst du da eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage, denke ich. Du machst vor allem 2 Sachen gleichzeitig in der Regel. Sei es jetzt, ob du etwas schlägst, etwas zupfst oder mit dem Plektrum spielst, auf der E-Gitarre spielst. Das ist wirklich komplett egal. Du machst aber 2 Sachen gleichzeitig, mindestens. Wenn du nicht sogar auch schon dazu singen willst oder so etwas sogar, dann machst du noch viel mehr Sachen gleichzeitig. Du greifst nämlich mit deiner Greifhand einen Akkord oder was auch immer oder willst einen Lauf spielen und du schlägst auch noch an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass beides noch nicht so richtig tight ist und gut läuft, ist relativ hoch. Weil wenn du dir diese Frage stellst oder diese Aussage triffst, ich komme nicht weiter, dann ist die Hürde gerade einfach zu groß und du musst das Ganze leichter machen. Vereinfachen, das bedeutet nicht, dass du jetzt etwas spielen sollst, was so gar nicht in dem Song vorkommt, sondern du nimmst eine Hand zum Beispiel erstmal weg. Wenn du sagst, du möchtest beispielsweise diese Akkordfolge lernen, mit 4 Akkorden, G-Dur, D-Dur, E-Moll, C-Dur. Die Akkorde kannst du natürlich im Netz dir jetzt angucken und schauen, wo muss da welcher Finger hin, aber trotzdem klappt es nicht. Gebe ich dir folgenden Tipp, Trockenübung. Das bedeutet, du nimmst den ersten Akkord und wechselst ohne anzuschlagen zwischen den beiden Akkorden hin und her. Dann guckst du dir vor allem mal an, was machst du da eigentlich? Sieht das dann so aus, beim nächsten Akkord so? Das wäre schon der erste Hinweis darauf, dass das nicht so ganz super laufen kann, weil je mehr Bewegung du plötzlich beim Akkordwechsel innerhalb der Hand hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ganz richtig und nicht ganz sauber gegriffen ist. Die Finger sollten relativ steil stehen und es sollte vor allem bei jedem Akkord, und damit können wir das noch weiter runterbrechen, jeder Ton wirklich gut zu hören sein. Nehmen wir mal den ersten Akkord G-Dur. Da solltest du gucken, sind alle Töne da? Oder blockierst du versehentlich Seiten, die du gar nicht blockieren willst, mit der Rückseite von den Fingern? Oder drückst du bestimmte Finger nicht richtig runter? Ist dein Handgelenk vielleicht total umgeknickt? Alles Dinge, die du vermeiden kannst, indem du wirklich mal hingehst und das Ganze erstmal total simpel machst und schaust, sind die Töne da? Okay, sind da. Du musst dich hier nicht um irgendein Schlagmuster oder Zupfmuster kümmern. Und dann fängst du an, zum nächsten Akkord zu wechseln, guckst, greifst den. Okay, meine Hand hat sich da nicht signifikant verändert von der Haltung. Und dann guckst du, sind da alle Töne da? Und dann merkst du, okay, meine grundsätzliche Greifposition ist schon mal okay, aber der Wechsel klappt nicht. Dann machst du diese Übung trocken und schaust, so effizient wie möglich zu wechseln. Mach diesen Wechsel der Akkorde super langsam und 100, 200 Mal. Das dauert ein paar Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Und ich verspreche dir, dass danach die Akkorde schon deutlich schneller gewechselt werden können. Aber nur zwischen diesen 2 Akkorden erstmal. Vergiss diese anderen beiden Akkorde erstmal. So,
Wenn du das gemacht hast, ein paar Minuten lang, wechselst du vom zweiten zum dritten Akkord und so weiter. Ja, auch da wieder das gleiche Spiel. Klingen alle Töne so, wie sie klingen sollen? Alle Saiten schwingen frei und so weiter und so fort. Und dann nimmst du wieder die Schlaghand raus und machst wirklich den Wechsel zwischen den Akkorden, schaust, dass du so ökonomisch wie möglich wechselst zwischen den Akkorden in deiner Trockenübung. Da kannst du dich wirklich komplett nur auf die eine Hand erstmal konzentrieren und fängst nicht an, hier auch noch rumzurudern und irgendwas zu machen. Dann umgekehrt, die Akkorde werden besser, es läuft plötzlich flüssiger, du kriegst deine Finger sortiert, deine Finger müssen auch einfach wissen, wohin sie müssen. Wenn du einfach noch nachdenken musst, während du den Akkord wechselst, ey, dann ist das doch ganz normal, dass du gar keine Chance hast, noch ein Schlagmuster oder ein Zupfmuster dazu zu spielen. Das ist vollkommen normal und das geschieht übrigens auch auf jedem Level. Ich mache das Ganze jetzt schon einige Jahre und habe einfach festgestellt, jedes Mal, wenn ich zu viel wollte und etwas spielen wollte, was ich noch nicht kannte und ich habe es zu schnell gemacht, wurde es am Ende sogar noch schlechter, weil es unsauberer wurde. Oder es hat einfach ewig gedauert, weil ich es nicht richtig geübt habe. Ich habe dann in den letzten Jahren gemerkt, oder als ich mich dann damit professionell auch auseinandergesetzt habe und viele Lehrer, auch verschiedene Lehrer auch hatte, mir angeguckt habe, wie gehen die an die Sache ran, ist mir das einfach klar geworden. Und deswegen möchte ich dir diesen dringenden Tipp, egal auf welchem Level du bist, mit an die Hand geben. Mach das Ganze langsam, entkoppel die Hände erstmal voneinander. Später kannst du die und solltest du sie ja auch zusammenführen. Aber erstmal müssen die unterschiedlichen Dinge, die du machen musst, gut gemeistert werden. Und es gibt dann Leute, die wollen dazu dann auch noch singen. Die wollen einen Song von Ed Sheeran oder was auch immer, Oasis, einen Song, wo sie die Akkorde schrammeln, wollen dann sofort dazu singen. Sing den Song erstmal so. Lern den Text auswendig. Nimm erstmal nur die Strophe. Nimm erstmal nur die ersten zwei Takte. Mach das Ganze so simpel, wie es irgendwie geht. Das ist der Tipp schlechthin und der Grund, warum du häufig das Gefühl haben könntest, ich komme hier an dieser Stelle nicht weiter. Und es ist wirklich ein Versprechen von mir an dich, wenn du diesen Tipp beherzigst und die Sachen erstmal einfacher machst, runterbrichst, du wirst deutlich größere Fortschritte machen und du wirst auch wieder Fortschritte machen und weiterkommen. Ansonsten kann ich dir noch empfehlen, schau in der Videobeschreibung mal vorbei, da findest du meinen kostenlosen Crashkurs. Das Ganze liefert tonnenweise Informationen, Akkorde, Songs. Es geht direkt ans Musikmachen, um auf der Gitarre schnell fit zu werden und die ersten Schritte sicher zu meistern.